Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei TVA mit aktuellen Fragen und den Antworten Ihrer Abgeordneten aus dem Bayerischen Landtag. Es ist das Reizthema der vergangenen Jahrzehnte. Ist Haschisch eine gefährliche Droge oder zählt es zu den Genussmitteln, die wie Bier oder Schnaps nicht verfolgt werden sollten? Kein Zweifel, dass es bei der Debatte um die Legalisierung von Cannabis heftig zugeht. Ich denke, Cannabis könnte und kann eine Einstiegsdroge sein für junge Menschen. Es sind psychische Störungen. Menschen verlieren ihre Wahrnehmungsmöglichkeiten, verändern sich. Und ich denke, dass man bei Cannabis explizit aufpassen muss, dass man nicht was zulässt, was eher schädlich ist für die jungen Menschen oder für den, der es nimmt. Und da denke ich, muss es nicht sein. Für medizinische ja, aber gänzlich offen geben nein, als Genussmittel nein. Es ist ganz einfach. Legalisierung hieße, ja, freigeben. Freigabe heißt, mehr steht zur Verfügung. Wenn mehr zur Verfügung steht, wird auch mehr genommen und das heißt mehr Gesundheitsschäden. Darum lehnen wir die Legalisierung von Cannabis, so wie sie von Seiten der Grünen immer wieder gefordert wird, als, ja, eigentlich als unverantwortlich ab. Dieses Thema wird uns wohl noch etwas länger erhalten bleiben. Ein anderes Thema betrifft die Vorkommnisse in bayerischen Haftanstalten und Verwahrzellen. Immer wieder kommt es zu Todesfällen, aber bei der Aufklärung wird viel zu oft viel zu lasch vorgegangen. Die Oppositionsparteien fordern daher, bei einem Todesfall muss es eine Berichtspflicht der Regierung an das Parlament geben. Ich glaube, auch ohne diese Forderung einer Berichtspflicht wird die Information weitergeben über transparentes, ein offenes Verfahren, das an der Polizei geht. Und wir wissen auch, dass in den bayerischen JVAs am wenigsten Suizide sind, am wenigsten Todesfälle, weil man auch vor Ort gute Pflege und vernünftigen Umgang hat. Und ich glaube, es braucht auch ohne diese Berichtspflicht gibt es die Information, die notwendig ist, die Transparenz, die wichtig ist, um auch die richtigen Wege für die Zukunft zu leiten. Also ich denke, dass man das nicht braucht. Mehr Transparenz schadet nie. Es dient im Übrigen auch, und das ist meine persönliche Meinung, oft denen, die betroffen sind in den Gefängnissen zum Beispiel, also der Polizei oder denjenigen, die dafür verantwortlich sind. Und darum haben wir das sehr gerne gemacht und er ist leider abgelehnt worden, der Antrag, aber da kann man nichts machen. Soweit die aktuellen Meldungen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir vom Plenum TV sind dann wieder in 2 Wochen für Sie da, hier bei TVA. Bis dahin, Servus.